Hallihallo, herzlich willkommen zu den Trends 2020. Ja, der ein oder andere sagt, na Mensch, ist jetzt schon ganz schön spät für die Trends, aber nein, Trends sind ja immer irgendwie da. Und der liebe Max, der hat ganz viele coole Sachen für mich rausgesucht. Und wir haben da echt spannende Frisuren dabei. Ich finde es total crazy. Ich bin mal gespannt, wie es euch gefällt. Ich denke, wir starten los. Hier sind die Trends 2022. Ja, los geht's mit Bob. Hier seht ihr einmal einen sehr, sehr schönen, für mich persönlich echt auch geil gestylten Bob, weil der ist unten recht grafisch geschnitten, hat eine tolle, schöne Farbe, also ist eher ein bisschen was für feineres Haar. Von oben dunkle Ansätze, sind hier gefärbt, sieht man, die haben einen leichten rötlichen Stich und sind nach unten schön weiß. Finde ich, ist ein super schönes Bild für einen Bob. Ja. Das Ganze etwas länger in Blond ist natürlich Hammer. Hier in Verbindung, hier seht ihr das schmalere Gesicht. Wenn sie den Kopf hoch macht, ist es ein bisschen kürzer, endet es kurz unterm Kinn. Perfekt für die Form. Ja, auch hier unten wieder ein bisschen feineres Haar. Jetzt hier gesträhnt, da wichtig, trotzdem eine homogene Fläche. Finde ich, ist auch ein richtig geiler, cooler, moderner Bob. Ja, und das ist auch cool mit dem Pony. Ist schon fast eine Longbob-Variante. Ist ganz warm gehalten vom Blond. Sieht natürlich ganz schön zu ihrer ja, leicht bräunlichen Haut aus. Auch hier sieht man, also man hat es ja quasi bei Variante 1 und jetzt hier gesehen, ist das Styling ist, es ist eigentlich understyled. Also noch weniger als anderen. Und das macht es so schön, ja. Und das sieht so nicht friseurig aus. Echt eine klasse Variante. Next Step, der Shag. Ja, der Shag ist ein Haarschnitt, der ist ein bisschen länger, der lebt von seiner Bewegung, der lebt von seinen Stufen. Ihr seht hier, es ist ein bisschen wie vom Winde verweht. Macht sich natürlich cool mit einer Naturwelle, wie man hier sieht. Also hier ist es noch mehr anders, also hier ist noch ungemachter. Cooler Look, ja. Hier sieht es wirklich so aus wie morgens aufgestanden. Oder hier, ja. Also da fehlt ja wirklich jegliche Art zu machen, ja, und ihr könnt es mir glauben, ich als Fachmann, für mich ist es oder für uns ist es teilweise super schwer, eine Frisur hinzubekommen, die so aussieht, als wenn es kein Friseur gemacht hat. Also von daher macht euch nicht so viel Gedanken, auch wenn das Ganze mal eher wie ein Bad Hair Day aussieht, ist trotzdem cool und ihr seht es auch hier im Blond, ja, es ist super crazy, schön zur Haut, zur Augenfarbe, also eine sehr, sehr schöne Mischung hier im Shag. Das Ganze mal ein bisschen länger. Hier lässt sich schon fast streiten, ob das jetzt noch ein Check ist oder das eher schon, ja, eher schon fast eine Langhaarfrisur ist. Pony-Partie ist hier kürzer gehalten. Hier sind die Locken ein bisschen gemacht und ein bisschen Natur. Ihr merkt, gerade beim Check ist ganz viel Bewegung mit im Spiel. Also hier tendiere ich eher fast schon wirklich auch dazu zu sagen, wenn ich hier Haare habe, die eine leichte Naturwelle haben, dann passt das ziemlich perfekt. Und ich denke, das sieht man auch hier nochmal, auch wirklich für mich so der Inbegriff einer wirklich tollen Frisur mit Naturlocken. Super spannend gemacht. Guckt euch die Augen an, guckt euch dazu die Haarfarbe an und das Outfit. Ja. Also das ist so eine schöne Harmonie. Auch das ist immer total wichtig, ja, dass sowas auch passt. Und ihr seht, die Gesichtsformen sind immer tendenziell ein bisschen länger oder oval. Weil das Ganze natürlich sich hier so ums Gesicht rum abspielt beim Shag in den Längen. Und durch diese doch schon mehr Stufen oder Ponystufen ist es wirklich so, dass das Ganze halt deutlich mehr Volumen und Struktur bekommt. Ja, Klavikat, auch ein Trend dieses Jahr, liegt halt so ein bisschen klar, Klavikel, also bis hierher. Ja, das ist so die Marke. Das kann auch 2 cm kürzer oder noch länger sein. Der ist schon ganz schön lang hier, ganz wenig gestuft. Trotzdem eine schöne Bewegung. Ich finde, hier macht es die Farbe in den Längen, die so ein bisschen unterschiedlich Goldkaramell ist. Dadurch gibt es auch da das Gefühl, dass es abgestuft ist. Echt ein schöner Look für die, die es gerne etwas länger mögen. Hier das Ganze in der kurzen Variante. Ihr seht, die Kinnpartie ist sehr, sehr schmal. Trotzdem, das ist richtig schön typologisch ausgearbeitet, indem es hier einen Pony gab, weil der Pony schiebt das Gesicht ein bisschen runter. Das Wangenrouge ist super aufgesetzt da, dadurch wirkt es hier ein bisschen breiter und ums Gesicht rum etwas eingestuft. Für mich auch ein sehr schöner Klavikat, muss ich sagen. Könnte ein bisschen mehr noch Struktur haben, aber an sich echt schon ein schönes Ergebnis auch mit der Haarfarbe. Ja,
Nochmal eine lange Variante. Mut zum Ansatz kann ich hier nur sagen. Hier seht ihr es, hier ist die Kinnpartie ein bisschen breiter. Dafür ist das Haar ein Stück weit länger. Hätte sie jetzt die Haare relativ kurz, also wäre es ein ganz, ganz kurzer, dann würde der bis hierher gehen. Also dann wäre das Ganze hier ein bisschen zu rund und zu breit. So ist es super nach unten und hier finde ich es cool, weil auch hier ist die Bewegung sehr, sehr zurückgenommen. Also es sieht eher aus, als wenn es nur einmal mit dem Eisen kurz gedreht würde. Cooler Look, finde ich. Ja, Bixi, also nicht für mich sächsisch gesprochen Bixi, sondern Bixi ist eine Mischung aus Pixie und Bob. Ja, kann man sich so ein bisschen streiten über die Bezeichnung. Ich finde, ja, Long Pixie ist für mich eher das, was es als Trend dieses Jahr hat. Dafür ist die jetzt hier schon ein bisschen lang. Das ist für mich eher ein Short Bob, trotzdem cool. Wir haben es einfach mit reingenommen, weil es so in die Rubrik gehört und weil auch, glaube ich, der ein oder andere auch sagt, naja, so ein richtiger Pixie oder Long Pixie ist mir zu kurz. Wenn es ein bisschen mehr zum Bob hingeht und von der Gesichtsform her ein bisschen weicher macht, ist das Ganze einfach ein Stück weit femininer. Hier, das ist jetzt mal, ja, das ist schon eher ein Pixie, muss ich sagen. Man sieht es hier, ich finde es cool mit der Kotelette, das Unterschnittene und der kurze Nacken und dann das Deckhaar länger drüber. Das ist jetzt schon die Ultra-Kurz-Variante. Ne? Also gerade beim Long Pixie ist das Deckhaar fast noch ein bisschen länger. Hier super androgyn gemacht, also echt ein toller Look. Auch hier, den kann auch männlich wie weiblich tragen. Also ich finde, das ist echt auch ein schöner Haarschnitt hier. Ja, und das ist jetzt die super, super, super lange Variante. Also für mich klar ein Bob, aber ja, mit der Ponypartie und wenn man das Haar nach hinten nimmt, lässt sich es auch als Bixie bezeichnen. Könnt ihr jetzt selber entscheiden. Für was es nehmt, sieht trotzdem, finde ich, fantastisch aus. Gerade hier auch eine sehr schöne Haarfarbe, die ist so ein bisschen ebenholzmäßig. Und dazu die klare Augenfarbe und der Ton so ein bisschen porzellanisch mit dem Lippenstift, echt super gemacht. Ich finde es ja immer wieder verrückt, was es so für Frisurennamen gibt, was ich so in meiner langjährigen Zeit schon an Frisurennamen gehört habe. Das ist jetzt ein Mixi, also eine Mischung aus Pixie und Mullet. Das ist auch hier wieder vier Stufen. Also ihr merkt, es geht in diesem Jahr ganz viel um Stufen, es geht ganz viel um Struktur. Ist ja eine Kurzhaarfrisur, die trotzdem lang wirkt. Ich finde es spannend, ist schon fast so ein bisschen 60s-mäßig. Da war das Ganze natürlich toupiert und hingelegt, aber ja, ich finde es cool. Das ist die verrückte Variante. Was heißt die verrückte Variante, die so ein bisschen Trash ist? Für die, die sagen, also es soll irgendwie überhaupt nicht aussehen wie Friseur. Und trotzdem macht das echt für den Friseur auch viel Arbeit. Schön gefärbt hier, dunklerer Ansatz. Einfach ein bisschen die Spitzen aufgehellt. Auch hier, ja, ihr seht, es gibt ganz viele unterschiedliche Längen. Das macht einen Haarschnitt interessant. Sieht ein bisschen aus wie selber geschnitten. Cooles Ding. Ja, und hier, das Ganze sieht ein bisschen, ja, professioneller hingelegt aus. Also es ist im Prinzip der gleiche Haarschnitt wie eben, nur jetzt hier mit einem längeren Nacken hinten, also wo einfach noch ein bisschen mehr Haar da ist. Mich erinnert das auch ein bisschen an den Fukuhila, nur dass die Haare eben dann hinten bei dem Fukuhila noch deutlich länger waren. Ich denke, das Wort Mixi trifft es ganz cool und für mich sieht es auch recht gut aus. Also das ist auch was ich total gerne schneide, weil es einfach auch eine spannende Frisur ist. Danke, dass ihr dabei wart bei dieser kleinen Trend-Vor-Um- oder wie auch immer Schau. Ja, ich finde, es ist total viel Schönes dabei. Gerne gebt mal hier euer Feedback, was ihr so von den ganzen Haarschnitten haltet, die es hier so zu sehen gab und den Stylings. Das würde mich echt interessieren. Vielleicht auch, ob ihr es selber tragen würdet oder eben, ob ihr noch ganz andere Sachen habt, die ich vielleicht nicht weiß. Kann ja auch sein. Ja, cool wäre es, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr das noch nicht habt. Wenn wir uns zu unseren anderen Videos natürlich auch sehen und wenn euch unsere kleine Trendvorschau gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da und ja, super wäre es. Bis zum nächsten Mal. Max, dir vielen Dank für das Raussuchen der vielen Trends. Ist immer spannend, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist immer toll, eine gute Crew hinter sich zu haben, weil ihr merkt, wir sind echt viel am Machen und ja, da gibt es einiges. Übrigens zum Thema Trends noch von mir.
Es ist jetzt wirklich so, dass wir unsere digitale Beratung auf der stylecoaches.de-Seite fertig haben. Also da könnt ihr euch gerne einloggen, könnt es gerne buchen, entweder individuell oder mit anderen Leuten zusammen. Das ist wahrscheinlich so eine Frage, was dann euer Budget hergibt oder wie ihr es gerne haben wollt. Es war echt toll, daran zu arbeiten und das jetzt in der ersten Version zu haben. Auch da bin ich mal auf eure Feedbacks gespannt. Am Ende, wenn wir die Beratung, wenn die ersten Beratungen durch sind. Und dann bis bald auf unseren Seiten.